Waldforum, Initiative Future Forest trifft sich in Langburg. Das Waldsterben ist ein Problem, das uns alle angeht. Deshalb traf sich die Initiative Future Forest zu einer zweitägigen Veranstaltung auf dem Großen Schloss von Blankenburg. Diese Veranstaltung kümmert sich um das Waldsterben in den gemäßigten Breiten allgemein. Und wo, wenn nicht im Harz, sollte man eine Veranstaltung durchführen, die dem neuen Waldsterben was entgegensetzt? Blankenburg liegt genau im Zentrum. Wir haben dieses großartige Schloss mit großartigen Möglichkeiten. Und hier ist das Herz. Von hier wird die Initiative Future Forest gegen das neue Waldsterben erst entwickeln. Ich glaube, das Interessante ist, dass Sie hier innovativ auch zusammenkommen, gemeinsam auch überlegen, wie kann der Wald der Zukunft auch aussehen, wie kann ich ihn auch nutzen, wie kann ich auch wirtschaftliche Konzepte aufsetzen. Denn wir haben ja verschiedene Arten auch der Nutzung des Waldes. Wir hier in Blankenburg befinden uns ja am Rande eines Stiftungswaldes, der nationales Naturerbe ist. Aber wir haben beispielsweise ja auch Wälder, die wirtschaftlich genutzt werden. Und das werden die großen Zukunftsthemen auch sein für uns. Für die privaten Waldbesitzer, für die öffentlichen Waldbesitzer. Und darum freue ich mich, dass wir heute bundesweite Aufmerksamkeit hier im Schloss in Blankenburg haben. Wir Wirtschaftsjunioren heißen ja Wirtschaftsjunioren Harzkreis. Das heißt, der Harz ist unserem Namen mit integriert. Wir leben hier, wir arbeiten hier. Es ist eine Urlaubsregion und wir erleben tagtäglich, wie der Wald sich massiv verändert. Und wir wollten und wir werden handeln. Und entsprechend haben wir uns dann für das Future Forest Forum entschieden. Rund 50 Teilnehmer wollten während des Forums ihre Ideen einbringen und neue Lösungsansätze aufzeigen, die dem Waldsterben Einhalt gebieten. Knapp 30% der Gesamtfläche Deutschlands sind mit Wald bedeckt, der meist über einen langen Zeitraum durch den Menschen geformt wurde. Der Wald ist ein Klimaregulator. Ein Hektar Wald bindet zum Beispiel 8 Tonnen CO2 und filtert andere Schadstoffe aus der Luft. Er produziert Sauerstoff, ist Wasserspeicher und Filter, beugt der Bodenerosion vor, bietet zahlreichen Tierarten Lebensraum und dient der Erholung. Nicht zu verkennen ist seine Bedeutung als Arbeitsplatz und Rohstoffproduzent. Es geht dabei um eine naturnahe Bewirtschaftung. 50 Millionen Festmeter Holz werden jährlich geerntet. Das heißt, die Flächen im Nutzwald müssen wieder aufgeforstet werden. Was früher nur manuell möglich war, kann jetzt durch einen Pflanzroboter auch maschinell erfolgen. Wir haben einen neuartigen Roboter für die Forst mitgebracht. Das soll ein Pflanzroboter werden. Das heißt, wir haben ja riesengroße Schäden durch Kalamitäten, also durch Käfer, durch Trockenheit, durch Windwurf. Auch hier besonders im Harz mittlerweile deutlich über 180.000 Hektar an Schadholz. Und die Frage ist, wie kann man solche Flächen wieder aufforsten? Und diesem Problem oder dieser Herausforderung haben wir uns in meiner Arbeitsgruppe angenommen und einen Roboter entwickelt, der diese Flächen vollautomatisch wieder aufforsten soll, eine Bestandsanalyse, eine Bodenanalyse machen soll und dann vollautomatisch entweder Saatgut oder Setzlinge in den Boden einbringen soll. Mit einem Laserscanner wird das Bodenprofil abgetastet und eine Kamera erfasst, genauer als das menschliche Auge, die für die Pflanzung günstige Stelle. Der Roboterarm bringt dann aus dem Magazin Setzlinge oder Saatgut in den Boden. Der Wald braucht unsere Hilfe. Das wird im Oberharz besonders deutlich. Viele Fichten sind Opfer von Stürmen, Trockenheit und der daraus resultierenden starken Vermehrung des Borkenkäfers geworden. Dieses Absterben ist nicht neu. Seit dem 17. Jahrhundert wurden solche Erscheinungen bereits aufgezeichnet. Der Grund? Ist die von Menschen angelegte Monokultur. Das schnell wachsende Holz der Fichte wurde als Baustoff und Energieträger gebraucht. Noch heute finden wir hier zu 60% reinen Fichtenwald. Wie Statistiken belegen, weisen heute bundesweit 2/3 aller Bäume Teilschäden auf. Das betrifft auch die Laub- und Mischwälder. Das sind Schäden, die primär auf die Trockenheit zurückzuführen sind. Das heißt, die Bäume haben zu wenig Wasser und die Kronen beginnen abzusterben. Und durch diese Schwächung infolge der Trockenheit werden die Bäume von verschiedenen Schaderregern befallen. Das sind Pilze, aber auch Insekten, die sie dann zusätzlich schwächen. Und ja, zur weiteren Absenkung der Vitalität der Bäume, aber bis hin zum Absterben führen.
Wie sieht es denn hier aus in unserem Stiftungswald? Es ist nicht so katastrophal wie zum Beispiel im Nationalpark Harz und auf anderen Flächen. Wir haben das Glück, dass wir hier 80% Laubholz in unserem Wald haben. Das Laubholz zeigt zwar auch eine Vitalitätsschwäche, aber es stirbt nicht so massiv ab durch den Borkenkäferbefall wie jetzt eben die Fichte. Die Nadelhölzer haben bei uns einen Anteil von 20%. Diese sind stark geschädigt, aber eben durch den großen Laubholzanteil sieht es bei uns immer noch sehr gut aus. Bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung sind Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte gleichzeitig zu betrachten. Die Initiative Future Forest will die Kreativität der deutschen Gründerszene bündeln, um nachhaltige Lösungen für die Wälder von morgen zu finden. Die Stärke der Gründerszene, die wir hier versammeln, ist, dass die sehr gut neue Geschäftsmodelle und neue Technologien in die Anwendung bringen. Wir versuchen also durch Innovationen die Waldwirtschaft zu stärken. Und das Ziel hier ist es, dass wir erstmal zusammenkommen und mit ganz vielen interessierten Denkern gemeinsam Lösungsansätze identifizieren. Schauen, wo könnte man in Zukunft Lösungen entwickeln. Das hier ist die Keimzelle. Und später kommen weitere Veranstaltungen, wo wir aus diesen Ideen dann im Idealfall Startups, Gründungen oder wissenschaftliche Projekte entwickeln möchten. Das Forum war nur ein Anfang.